Der Bodensee, Deutschlands größter Trinkwasserspeicher, zeigt einmal wieder seine Muskeln. Die starken Regenfälle im Juni haben das Wasser um circa 2,5 Meter steigen lassen. Prall gefüllt ist der Trinkwasserspeicher und die Bodenseefläche hat sich um circa 12% optisch vergrößert. Vorab war ein Absenken des Wassers ersichtlich. Doch die neuen sintflutartigen Regenfälle im Umkreis der Bodenseeregion haben ihn wieder etwas steigen lassen. Naturereignisse dieser Art, die keinen größeren Schaden anrichten, sind immer wieder interessant und dann später in Chroniken nachlesbar. Unser Bodensee.